Genau, es nimmt Form an, das Ganze. Also es wird langsam. Und natürlich müssen wir uns dann später um den Boden kümmern, ganz klar. Also der Boden, der wird dann nachher auch irgendwie verbessert. Und irgendwo suchen wir uns dann ein nettes Plätzchen aus, wo wir uns dann runterbauen in unsere Hütte, in den unteren Ausgang. Dann haben wir das nicht aus dem Haus, sondern können dann jederzeit, egal ob Tag oder Nacht, uns von unten nach oben bewegen und andersrum. Schauen wir mal nach unserem Weizenfeld. Das können wir von hier oben auch ganz schön überblicken. Ja, wir sehen schon, es wächst und gedeiht. Es wächst und gedeiht. Und das könnte man natürlich ausbreiten. Also wenn wir lustig wären, könnten wir im Prinzip hier den Wassergraben lassen, hier wieder Weizen pflanzen, hier wieder Wasser hinverfrachten, wieder Weizen pflanzen und so weiter und so fort und hätten dann so ein unendliches Weizenfeld. Wird aber wahrscheinlich viel zu übertrieben sein, wird wahrscheinlich gar nicht nötig sein. Von dem her, ja, mal langsam mit den jungen Pferden. So, und dann machen wir hier drin weiter. Das Holz geht uns, wie gesagt, zur Neige. Ich möchte, ja, eigentlich die Decke und dann mich ums zweite Stockwerk kümmern. Oh, das war jetzt nicht gewollt. So. Ja, und wie ich gesagt habe, der obere Block, der war völlig unnötig, den baue ich wieder ab. Denn das ist nur Verschwendung. So, hier haben wir unseren kleinen Eingangsbereich. Machen wir jetzt oben zu, dann sind wir auf jeden Fall schon mal regengeschützt. Und hier die Geschichte. Da ich hier dann sowieso die Decke zumache, ist es völliger Quatsch, hier oben die Blöcke zu verbrauchen. Denn die können wir getrost zu Brettern weiterverarbeiten, anstatt sie da tot liegen zu lassen. So, der hier und der hier. Genau. So, und dann können wir hier die Decke im Prinzip komplett schließen. Was dann auch gleichzeitig unser oberes Stockwerk wird. So. Okay, und dann wäre das auch eigentlich schon fast erledigt. Und uns geht, wie vermutet, schon das Holz aus. Ach, und hier oben ist es wahrscheinlich die gleiche Geschichte. Hier brauche ich auch nicht unbedingt die Holzstämme verbrauchen. Achso, nee, das ist ja, das sieht man nachher von außen, das lasse ich so, weil man das dann nachher von außen sieht und das soll ja dann schon gleich aussehen, ne? Das lassen wir so bleiben. So, und ja. Viel mehr Fichtenholz haben wir jetzt nicht mehr. 60 Bretter. Genau, das lassen wir mal als Aufstieg so bestehen. Und hier können wir uns dann später immer noch überlegen, wie wir hier weitermachen möchten. Wie das Ganze dann nachher aussehen soll. Genau, also es nimmt langsam Form an, hätte ich gesagt. Ist halt jetzt überwiegend aus Holz gebaut. Da kann man aber mit Sicherheit noch das ein oder andere Ideechen mit einbringen. So, von innen sieht man die Geschichte natürlich nicht. Wenn ich jetzt hier einen Block hinsetze und hier ist das wieder weg, aber es ist jetzt mal nicht so tragisch. Denn von außen wiederum, müssten wir das mal von hinten anschauen, wie das aussieht. Ach so, okay, so eine Art Säule. Sieht meiner Meinung nach ganz in Ordnung aus. So, Eingangsbereich.
alles easy, alles gut. Und dann sagen wir mal das große Wohnzimmer vielleicht. Und oben bauen wir dann vielleicht Schlafzimmer und eventuell Küche oder sowas. Oder Bad, Badezimmer vielleicht noch. Mit Dachgeschoss. Ich denke, ich werde ein Satteldach drauf machen, ganz klassisch. Okay, aber wir werden nicht drum rumkommen, uns noch ein bisschen Holz zu besorgen oder besorgen zu müssen. Denn so viel haben wir wirklich nicht mehr übrig. Und das wird auf keinen Fall mehr reichen. So, und das war's mit dem Holz. Fichtenholztreppen habe ich, okay. Also irgendwo müssen wir dann einen Aufstieg und ich würde gerne keine Leitung benutzen, sondern wirklich Treppen. Vielleicht irgendwas, was im Kreis geht, das müssen wir uns dann noch überlegen, wo wir das genau hinsetzen. So, das hier ist die Decke und das hier oben. Ob ich da nicht vielleicht irgendwas Schöneres hinbekomme? Wie würde das denn aussehen, wenn ich hier Glas hinsetze? So als kleinen Lichtschacht von oben gesehen. Ist das stimmig? Ja, ich lasse das jetzt mal so. Dann kommt auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Helligkeit rein in die Geschichte. Von innen sieht es auch annehmbar aus, oder wie ist das? Gefällt mir nicht so arg. Da mache ich dann, wenn überhaupt, dann lieber Blöcke hin. Sonst hat man da so einen schmalen Grat, der dann quasi Luft reinlässt. Ach, Glas hätte ich sogar dabei gehabt. Glasblöcke. Ist aber nicht weiter schlimm. Denn wir müssen uns um Holz kümmern. Ohne Holz nichts los. Das wissen wir ja. Und jetzt geht gleich wieder mein Feld kaputt. Ja, unfassbar. Also man darf da wirklich nicht drauf treten. Es scheint da wirklich ganz empfindlich zu sein. So. So, und wir craften fröhlich vor uns hin. Der ein oder andere Block ist, glaube ich, noch oben hängen geblieben, aber der wird dann irgendwann runterkommen. Genauso wie die Setzlinge hier. So, welchen Baum nehmen wir uns noch vor? Den hier vielleicht noch. Okay, zweite Axt kaputt. Dann haben wir die hier noch, die schon ein bisschen angefangen war. Die nehmen wir uns auch gleich her. So. Schauen wir mal, was hier noch übrig geblieben ist. Hier haben wir einen Block, wie gesagt. Noch einen Setzling. Und hier noch einen Setzling. Und da noch einen Setzling. Genau. Und jetzt bin ich eigentlich fast gewillt zu sagen, ich laufe hier außen rum und nehme den normalen Eingang, um meine Felder nicht wieder kaputt zu machen. Okay. Irgendwelche komischen Schatten immer wieder hier in dem Spiel. So, nachdem wir uns ausgeschlafen haben, könnten wir natürlich auch wieder ein kleines Frühstück vertragen. So, und dann sind wir wieder voller Energie und können in den nächsten Tag starten. So, was gibt's denn hier noch? Wir haben hier noch zweimal solche hier Weizensamen am Start. Die können wir natürlich auch gleich benutzen. Ja, Weizen, genau. Gut, was haben wir denn jetzt an Holz? 40 mal Fichtenholz. Das wird wahrscheinlich auch nicht reichen. Deswegen craften wir mal fröhlich weiter. Also bald haben wir hier keine Bäume mehr, so wie es aussieht. Wir waren hier schon wirklich fleißig.
Und ich glaube, hier werden wir uns hochbauen müssen, sonst kommen wir nicht an alles ran. Drei dürfte reichen. Genau, das war's schon. So, das hier ist doch, glaube ich, Eichenholz, oder? Ne, das ist auch normales Fichtenholz. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Dann geht es hier ganz normal weiter. So, fertig. So, jetzt der hier. Der steht nämlich direkt hier vor unserem Eingang. Beziehungsweise vor unserer Treppe. Verstört so ein bisschen die Sicht. Ah, und da haben wir noch was stehen lassen. Da haben wir noch was stehen lassen. Da baue ich mich kurz hoch. So. So, habe ich Erde dabei? Ja, 13 Blöcke. Nicht allzu viel, aber wenn wir schon hier dabei sind und ich sehe schon, hui. Fichtenholz-Setzlinge ohne Ende. Wenn wir schon dabei sind, dann baue ich gleich hier unseren Acker noch aus. Und der Wolf jagt das Häschen. Und da hat wohl ein Skelett wieder Pfeil gedroppt und ein bisschen Knochen. Genau, so. Und wenn wir hier schon dabei sind, dann füllen wir das gleich auf mit Wasser. Nehmen uns wieder unsere zwei Eimerchen. So, unsere Erde, hier 13 Stück. Das ist der Wassergraben, der muss bleiben, aber hier können wir verlängern. So, das wäre schon mal geschafft. Dann könnten wir hier nämlich aufmachen, dann kann das Wasser weiter fließen. Und dann haben wir nämlich bald ein Weizenparadies. Die Bäume droppen noch fröhlich ihre Setzlinge. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich hier nicht zwei Felder wieder wegnehme und das als quasi als Ausgang für nach links und nach rechts laufen nehme. Sonst muss ich jedes Mal komplett außen rum laufen, damit ich keine Felder zerstöre. Ich glaube, das werde ich auch machen. So, jetzt füllen wir aber erstmal hier auf mit Wasser. Das heißt, hier noch einmal und wahrscheinlich werde ich noch einen Eimer brauchen. Yep. So, und wenn ich meinem Wolf nämlich sage, gib Feuer. Dann geht er gleich los auf das Viech. Oder versucht zumindest, aber kommt nicht über den Zaun drüber. So, das war's ja auch schon. So, die Reihe hier ist fertig gewachsen, bis auf die letzten drei. Und hier dauert es wohl noch ein klein bisschen. Bis hier vorne, genau.
geht einfach noch eine Weile. Ich schnapp mir mal hier nochmal die Setzlinge. Und mach dann weiter mit dem Holz, obwohl ich jetzt schon mehr als ein Stack habe. Es dürfte auf jeden Fall schon mal für die Decke und fürs nächste Stockwerk ausreichen. Aber wir gehen auf Nummer sicher. So, und müssen uns dann wohl oder übel nochmal hochbauen. Und dann machen wir uns wieder an die Arbeit. Was ist mit dem? Das ist auch nur ein kleiner, den nehmen wir auch gleich mit. So, und dann war's das auch schon. So, und das Schweinchen hier will verdächtig lange hier vor der Hütte bleiben. Es verspürt also den Wunsch zu sterben. So, Schweinefleisch am Start, Hammelfleisch am Start. Und das nehmen wir auch gleich wieder mit. So, fertig. Jetzt legen wir hier die Pilze ab, die wir hier gesammelt haben, und das Weizen und die Setzlinge und die Knochen auch. Die Wolle kommt in die andere Truhe. Das Brot setzen wir jetzt auch mal hier rein. Genau. Und dann lege ich hier die Pfeile ab, beziehungsweise den einen Pfeil. Weiße Wolle, da haben wir jetzt sogar 14 Stück schon und haben selber eigentlich nicht wirklich was dafür getan. Waren alles die Wölfe. So, und dann sieht unser Inventar wieder eigentlich ganz annehmbar aus. So, ich mache mir gleich hier wieder einen Stoß Fichtenholz. Ah, genau, das wollten wir noch machen. Setzen wir jetzt quasi hier ein Glasblock hin und hier. Dann haben wir nämlich auch keinen Stress mit irgendwelchen Luftlöchern. Das ist nur die Frage, ob ich das wirklich so lasse. Jetzt für den Anfang lasse ich es nochmal so. Ich bin aber, glaube ich, nicht so ganz zufrieden damit. Dieses ist ein bisschen unrealistisch, dass man da so einen Block Glas hat und der da über dem Eingang sitzt. Die Frage, ob man das irgendwie besser lösen kann. Aber jetzt für den Anfang lassen wir das mal so. Okay, unser Wohnzimmer, aber die Decke ist noch nicht fertig, ne? Die Decke müssen wir noch fertig machen. So. Ne, das war Quatsch. Da ist wohl die Werkbank im Weg. So, und drei hoch für die Decke langt meines Erachtens so für eine normale kleine Hütte völlig aus. Mehr braucht man da eigentlich auch gar nicht. Und dann müssen wir uns hier auch gleich was überlegen, was den Aufstieg anbelangt, nach oben in die zweite Etage. Aber da werden wir mit Sicherheit irgendwas Geschicktes hinbekommen. Na, also langsam nervt mich das Ding hier. Weg damit.
So, und jetzt ist dicht. Jetzt ist dicht. Nehmen wir das hier noch weg. Was wir auch direkt machen können, wir können uns um den Boden kümmern, damit der ein bisschen schöner wird. Und wir können uns überlegen, aus welchem Material wir den Boden gestalten sollen. Das wäre jetzt noch so die Frage. So, Spitzhacke AD. Und die Schaufel wird auch nicht mehr allzu lang heben. Das war es dann auch mit der Schaufel. Dann müssen wir uns erstmal ein neues Werkzeug craften. Ich glaube, die Werkbank, die setze ich mir jetzt hier irgendwo. Wo setze ich mir die jetzt hin? Damit sie nicht blöd im Weg rumsteht. Ich glaube, die setze ich mir jetzt genau hier hin. So, dann machen wir uns nochmal zwei Steinschaufeln und zwei Steinspitzhacken. Man sieht es, draußen wird es wieder dunkel, aber das ist uns in dem Fall jetzt völlig egal, denn wir sind geschützt. Wir brauchen uns darum keine Sorgen zu machen. Wir müssen nur schauen, dass wir hier vorankommen, unseren Boden irgendwie schön hinbekommen. Ich bin schon am Überlegen, wie und was man da nehmen soll. Ich glaube, man hat doch mit der Werkbank jetzt, ich müsste gleich nochmal schauen, aber ich glaube, man kann Diorit und dieses Granit, was man jetzt neuerdings seit dem Update finden kann, kann man ebenfalls umbauen, beziehungsweise kann man polieren. Man kann also poliertes Granit zum Beispiel draus machen. Wäre mal die Frage, wie das sich macht. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Dann ist nicht alles so holzlastig hier drin. Ich denke, das ist ein Vorteil. Wenn wir ein bisschen Abwechslung drin haben. Und vor allem dann auch endlich mal ein neues Material verwenden. Das haben wir nämlich bis jetzt auch noch nicht gemacht. Das sind alles bekannte Sachen hier bis jetzt. So, dann müssen wir hier den Eingang noch freischaufeln, beziehungsweise freispitzhacken. So, die Tür geht jetzt natürlich flöten, das ist klar. Ja, in der Hoffnung, dass keine Mobs spawnen oder hier eindringen. Hallo? Niemand da bisher. So, okay. Dann machen wir mal den Eingang hier ganz provisorisch zu. Mit Erde, solange wir hier noch nichts Fertiges haben. Aber ich soll irgendwie auch rauskommen, ne? So, und Abgang. So. Und dann legen wir uns auch gleich schlafen. Und schau mal, was wir so an Granit oder Diorit oder was auch immer hier haben. Wir haben hier Andesit, Diorit und das ist alles Erde. Wo ist denn das Rote? Von dem Roten hatte ich da auch ein bisschen was, oder nicht? Ah, hier. Granit. Granit, 40 Stück. Und schauen wir doch mal, was wir daraus machen können. War das hier wahrscheinlich? Schnee, dunkler Prismarin, Prismarin-Ziegel, ja, das ist auch was Neues. Grobe Erde können wir craften.
Netherziegel, Sandstein, Sandstein. Ne, hier ist es nicht. Diorit, Granit. Genau, also Granit können wir aus Diorit und Netherquarz herstellen. Das haben wir aber schon. Hier haben wir polierten Diorit und poliertes Granit. Genau, also dann machen wir das doch. Genau, selbe Menge. Also im Prinzip kann man sagen, ein Block Granit gibt ein Block polierten Granit. Und 40 Stück werden uns aber wahrscheinlich nicht ausreichen. Ich guck mal, ich glaube hier in der Höhle gibt es doch massenhaft noch Granit. Dann bauen wir das doch ab. Ah, du bist jetzt im Prinzip gefolgt, weil ich ihm gesagt habe, er kann aufstehen. So, und hier gibt es, wie man sieht, massenhaft Granit. Das können wir alles verwenden. Okay, und dann sehen wir uns gleich mal an, wie sich der polierte Granit als Boden macht. Polierter Granit. Hier ist es doch. So, das dürfte reichen. Achso, nach dem Weizenfeld wollte ich schauen, wie da der Stand der Dinge ist. Da haben wir sogar ein bisschen Fleisch. Ja, also fast fertig. Hier fehlen nur noch die zwei Felder. Hier fehlt dieses eine, was ich kaputt gemacht habe. Und das da. Wir könnten trotzdem spaßeshalber abbauen. Das würde trotzdem funktionieren. Man würde trotzdem mehr rausbekommen, als das man abgebaut hat. Und das mache ich jetzt hier damit. So, und da ist mit Sicherheit eine Menge daneben gegangen. Zumindest sah das danach aus. Hier haben wir Wolle. Doch, hier haben wir ein bisschen Weizen noch. Ja, und hier sind nochmal Samen. Ansonsten kann ich erstmal nichts erkennen. So, dann schnappen wir uns hier die 40 Weizensamen. Und setzen diese wieder. So, und 8 Stück sind über. Die können wir dann hier auf der anderen Seite direkt anpflanzen. So. Ja, und so nimmt das Ganze quasi seinen Lauf. Irgendwann habe ich halt beide Seiten voll und kann dann immer weiter anbauen, wenn ich lustig wäre. Und wir haben jetzt hier aus der einen Reihe 29 mal Weizen bekommen und 40 Weizensamen. Man hat gesehen, ich habe allein dadurch, dass ich die Reihe hier abgebaut habe, hier nochmal um 8 weitere Felder erweitern können. Und so zieht sich das natürlich. Das ist wie so ein Schneeballsystem oder Effekt. Wird immer größer und umso mehr man abbaut, desto mehr bekommt man. So, Weizen. Haben wir jetzt ein bisschen was? Ja, ist okay. Aber solange wir noch so genug Fleisch haben, kommen wir da erstmal sowieso nicht in Bedrängnis. Die Öfen sind, glaube ich, alle leer. Genau. Dann machen wir weiter mit unserem Häuschen. Da oben und schauen uns mal an, wie sich das Granit macht. Ich glaube, so allein das Granit, was man so pur abbaut, das sieht jetzt nicht so besonders aus. Aber ich kann mir vorstellen, dass es, wenn es poliert ist, eigentlich ganz nice aussehen könnte. Aber werden wir gleich sehen. Polierter Granit. Das sieht im Prinzip aus, ja, wie so ein Steinboden mit Fugen, also mehr so fliesenmäßig. Habe ich jetzt so in Minecraft natürlich noch nicht gesehen. Ist was Neues. Und ja, finde ich eigentlich ganz nice. Sieht jetzt nicht schlecht aus.
Und ich finde, es passt auch ein bisschen so zu der Wandfarbe, ne? Also so zu der Holzwand. Finde ich jetzt wirklich nicht schlecht. Sieht, kann man so lassen, hätte ich gesagt. Dann machen wir hier mal weiter. Und wir sehen, wir brauchen eigentlich noch viel, viel mehr davon. Das wird gar nicht reichen.